Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video aus meiner Oberliga-Saison und zwar heute zum ersten Spiel von der Aufstiegsrunde. Für die Leute, die das letzte Video nicht gesehen haben, nach der Hinrunde wurde unsere Liga geteilt, also quasi ein Cut gemacht in der Mitte und jetzt spielen nur noch die oberen Mannschaften gegeneinander und die unteren, das heißt, es werden jetzt nur noch Top-Spiele kommen. Erster gegen Zweiter, Zweiter gegen Vierter, Dritter gegen Fünfter, also es wird auf jeden Fall heiß hergehen. Und wir starten unser erstes Spiel in Schermbeck. Den krassen Supportern wird auf jeden Fall auffallen, dass wir schon mal in Schermbeck gespielt haben. Also auch die Paarungen, wo wir spielen, ob heim oder auswärts, wurde neu gelost. Somit hat es uns jetzt so getroffen, dass wir zweimal auswärts in Schermbeck spielen. Aufstellung wird heute so aussehen, dass Bruno im Tor spielt, links spielt Burak, dann Esser und Jeff in der Innenverteidigung. Rechts Semi, dann spielen Nico und Timon auf 6 und 8, Nils davor auf 10, links Umut, rechts Emre und ich bin vorne drin. Wir spielen in unseren weiß-grünen Trikots, kennt ihr mittlerweile, Freunde. Und deswegen starten wir rein ins Spiel. Vielleicht erinnern sich noch ein paar aus dem Hinspiel, das war ungefähr im Herbst, da war der ganze Platz voller Blätter. So war es heute auf jeden Fall nicht, wegen den Bäumen im Hintergrund. Der Platz war wieder frei. Wir müssen echt sagen, wir sind nicht gut in das Spiel reingestartet. Wir hätten ja eigentlich schon früh zurückliegen müssen. Hier sieht man die erste Aktion. Schermbeck kombiniert sich gut nach vorne durch, auch wenn der Ball hier zu lang ist. Er wird auf den zweiten Pfosten gebracht. Und hier hält Bruno ins im Spiel, Freunde, was ist das für eine kranke Parade? Ey, wirklich, da muss man kein Torhüter sein, um das anzuerkennen. Richtig stark, wie er den Ball hält. So steht es hier noch 0-0, wo Schermbeck eigentlich schon hätte führen können. Emre kommt jetzt hier das erste Mal über die Außen. Ich lege mit der Hacke auf Timon ab. Und Timon hätte hier den Ball ein bisschen stärker spielen müssen, dann wäre Emre echt durch gewesen. Das wäre sehr, sehr stark gewesen. Jetzt kommt Schermbeck wieder über die linke Seite und auch hier ist es krass, dass es noch 0-0 steht. Wie man den Ball am Tor vorbeischießen kann, sehr, sehr ärgerlich. Also auch hier hätte es schon 2-0 quasi für Schermbeck stehen können. Und es geht weiter, Freunde. Jetzt hier der Volley an den Pfosten. Also wir hatten wirklich so ein krasses Glück. Bruno ist hier nicht mehr dran und wäre geschlagen gewesen. Also wirklich, Freunde. Aber so ist es manchmal im Fußball. Jetzt hat Emre hier den Ball, dreht sich auf und verlagert hier auf Umut, der über die Außen kommt und der will jetzt hier den Ball in die Mitte bringen und der Ball ist ein bisschen zu weit für Timon, wäre der dran gekommen, wäre es glaube ich gefährlich geworden, aber so ist es manchmal. Burak erkennt jetzt hier meinen Laufweg und ich setze mich quasi vorne durch. Ich stecke jetzt hier auf Burak durch. Burak bringt den Ball dann in die Mitte und dann gibt es ja keinen so wirklichen Adressaten für diese Flanke. Aber wie es manchmal so im Fußball ist, Freunde, wir hatten echt nicht die Oberhand in dem Spiel. Dann kommt ein starker Ball von Esser auf mich. Ich nehme den Ball mit dem ersten Kontakt mit und tunnel den Torwart. Das steht 1-0. Also wirklich richtig geil in einem Spiel, wo wir eigentlich schon 2-0 oder 3-0 hätten hinten liegen müssen. Schießen wir jetzt hier das 1-0. Ich glaube, über solche Tore freut man sich noch mal mehr, wenn man weiß, wie wichtig die sind und wie sie einen manchmal ins Spiel zurückholen können. Was für ein starker Pass hier von Esser, also wirklich richtig stark als Innenverteidiger so einen Pass zu spielen. Dann habe ich auch, glaube ich, ein bisschen Glück, dass der Torwart die Beine aufmacht. Wurde auch gut vom Gegenspieler gestört und dann steht es hier 1-0, richtig geil. Auch wieder ein Saisontor für mich mehr, richtig gut. Emre setzt sich jetzt hier durch und Freunde, wir können hier über Elfmeter diskutieren. Ich glaube aber, der Schiri macht alles richtig, indem er es nicht gibt. Emre kommt jetzt hier ins Straucheln und so einen richtigen Kontakt habe ich auch in der Wiederholung nicht gesehen. Anders ist es jetzt hier, Nils wird gehalten und jetzt gibt der Schiedsrichter den Elfer. Vielleicht wurde es ihm auch ein bisschen zu bunt, zwei Aktionen hintereinander, aber ich glaube, Schiri macht alles richtig, den vorher nicht zu geben und jetzt auf einen Punkt zu zeigen. Ich habe mir den Ball genommen, Freunde, und hingelegt. Der Torwart hat, glaube ich, ein bisschen oft FK-Videos geschaut. Auf jeden Fall wusste er, dass ich verzögert, ist lange stehen geblieben. Keine Entschuldigung dafür, der Elfer war echt schlecht und darf man nicht so schießen. Hier hat Esser, glaube ich, einen Knoten im Schnürsenkel gehabt und Bruno hält uns wieder im Spiel. Das ist Wahnsinn. Guckt euch diese Parade an. Der macht den Spagat und hält mit dem Fuß den Ball. Also wir führen hier 1-0 und da können wir uns wirklich bei Bruno bedanken. Wirklich, wirklich krass. Der Schiedsrichter pfeift jetzt hier zur Halbzeit und ich habe es gerade schon gesagt, 1-0 zur Halbzeit, ein absolut glückliches Ergebnis für uns. Klar kann es auch 2-0 stehen, wenn ich den Elfer reinmache, aber Schermbeck hätte auch auf jeden Fall ein paar Tore machen müssen. Und so starten wir rein in den zweiten Durchgang. Da waren wir auf jeden Fall viel, viel besser im Spiel und Emre setzt sich jetzt über die Außen durch, legt den Ball in die Mitte und das ist ein richtig guter Abschluss von Nils. Da kann Schermbeck froh sein, dass der nicht drin war. Hier, der wird auch noch leicht abgefälscht, aber nicht von
von mir, sondern vom Schermbeck-Spieler und es gibt Ecke. Aber auch eine richtig geile Aktion. Berko legt jetzt hier für mich den Ball durch. Ich nehme ihn einmal mit dem Kopf mit, legt dann auf Nils und auch der Abschluss ist gefährlich. Also wir waren jetzt hier echt am Drücker. Ja, auch sehr geil durchgespielt und der Ball ist natürlich sehr, sehr schwierig für Nils zu nehmen. Also wirklich gar kein Vorwurf. Den muss er Dropkick nehmen und irgendwie auch im vollen Lauf. Also echt schwierig. Emre setzt sich jetzt hier durch und kommt hier ins Fallen. Also ich muss auch sagen, das war sehr ungestüm vom Verteidiger. Absolut richtig, dass es hier Elfmeter gibt. Man hat auch einen richtig lauten Schlag gehört im Spiel. Von daher, Schiri hat das auch gehört. Emre schießt jetzt hier den Elfmeter. Ich habe eben verschossen und Emre macht es auf jeden Fall besser hier in der Aktion. Es steht 2:0. Richtig geil. Torwart ausgeguckt und Torwart springt in die rechte Ecke. Und Emre schießt vom Torwart aus gesehen links. Es steht 2:0 und wir waren jetzt auf jeden Fall voll im Spiel drin. Und man erkennt jetzt hier gleich auch, dass wir auf jeden Fall den Sack zumachen wollen. Ich spiele hier nochmal auf Emre, wieder gut durchgesetzt. Und dann kommt Umut nicht so richtig zum Abschluss. Hüfttor ist natürlich auch immer eklig zu nehmen. Ja, jetzt kommt hier ein geiler Abwurf von Bruno. Richtig stark, das machen auch nicht viele in der Liga. Auf Umut. Timon hinterläuft Umut jetzt hier und bekommt jetzt hier den Ball und jetzt wird der Ball nochmal auf Umut gebracht. Der kriegt jetzt aber nicht so richtig einen geilen Abschluss hin. Trotzdem noch einigermaßen gefährlich, aber ich fand von hinten bis vorne auf jeden Fall ein geiler Angriff. Das Spiel war dann für mich vorbei. Ich wurde ausgewechselt für Argon. War auf jeden Fall bis auf meinen Elfmeter natürlich relativ zufrieden mit dem Spiel und habe mein Tor gemacht und jetzt geht es hier weiter. Emre wird gefoult aus ungefähr 25 Meter vorm Tor und nimmt sich den Freistoß jetzt selbst und Freunde, einfach zugucken und genießen. Er haut den Ball einfach rein, macht das 3:0 und damit absolut den Deckel hier drauf. Richtig stark, als der Junge war on fire an dem Tag, macht den Elfer, holt den Elfer sogar noch selbst raus und holt den Freistoß hier raus und schießt ihn selbst. Also richtig, richtig geile Aktion. So muss es sein. Somit steht es 3:0 in Schermbeck und die waren auf jeden Fall geschlagen. Der Schiri pfeift jetzt auch das Spiel ab und wir gewinnen unser erstes Spiel von der Aufstiegsrunde. Auf jeden Fall ein richtig geiles Zeichen. Genauso haben wir uns das vorgenommen. Jetzt geht es nächste Woche mit einem Topspiel weiter, nämlich zu Hause gegen Kahn Marienborn. Die stehen einen Platz vor uns und wie es da aussieht oder wie es da ausgeht, seht ihr dann nächste Woche. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten bis nächste Woche, bleibt sportlich, haut rein, ciao, ciao.